Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Ich war heute bei World of Sweets zu Gast. Kennt ihr wahrscheinlich, oder? Als Junkfood-Guru-Fans kennt ihr wahrscheinlich auch World of Sweets, den riesengroßen Süßigkeiten-Shop in Deutschland. Den habe ich heute besucht und durfte sogar ins Lager gehen. Und was ich dort so alles entdeckt habe, das seht ihr aktuell in der Instagram-Story. Aber ich durfte nicht nur entdecken und schauen, ich durfte auch mitnehmen. Und was ich aus dem Lager von World of Sweets natürlich ganz legal habe mitgehen lassen und mitnehmen dürfen natürlich auch, das zeige ich euch jetzt. Das habe ich in diesem Beutel gepackt und da sind einige neue Produkte dabei. Und das Tolle ist, alles, was ich euch zeige, könnt ihr dort auch kaufen. Das heißt, es ist nichts dabei, wo es jetzt heißt, oh nein, das kriege ich nicht, sondern das bekommt ihr alles dort auch. Das finde ich ganz praktisch, macht auch tierisch Spaß und es sind auch einige Klassiker dabei. Ich habe mir neue Sachen gegönnt und Sachen, die einfach, die man nicht so leicht bekommt. Neu und ziemlich geil sind natürlich die Lion Sweet and Salty, Lion Wild Sweet and Salty. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich die mittlerweile auf 10 Punkte setzen, weil die so geil sind. Die schmecken einfach so gut. Wenn ihr die schon probiert habt, schreibt es in die Kommentare. Ich feiere Lion Sweet and Wild. Dann habe ich mir mal was Gesundes mitgenommen. Naja, gesund aus meiner Blickperspektive. Den Cereola-kernigen Genussriegel, den wollte ich unbedingt mal probieren. Schaut mal, die sind sogar, glaube ich, ist ja alles drauf. Kürbiskerne, Keksriegel und so ein bisschen Joghurtcreme. Bin ich sehr gespannt, wie die schmecken. Wenn ich hier was testen soll und möglichst schnell testen soll, dann schreibt es in die Kommentare. Das Produkt mit den meisten Kommentaren wird auch am schnellsten und am ehesten getestet. Weiter geht's mit, womit mache ich weiter? Oh, ja, mit einer richtig geilen Neuigkeit und Süßigkeit. Und ich habe schon gesagt, manche Sachen kriegt man einfach nicht so gut im Handel. Deswegen ist es toll, dass es solche Online-Shops gibt wie World of Sweets, weil da bekommt ihr auch die Trolli-Apfel. Den Trolli-Apfelgarten gibt es dort und der ist sogar vegan, ihr Lieben. Trolli-Apfelgarten in super sauer habe ich mir natürlich direkt mitgenommen, ihr Lieben. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Weiter geht's mit den neuen Corny-Sorten. Die haben wir hier auch. Corny MyStyle Banane Karamell Shake. Wie irre ist das denn? Und Corny MyStyle, was steht hier drauf? Chocolate Brownie Shake. Wie cool sehen denn die neuen Brownie-Verpackungen eigentlich aus? Ich feiere die total. Das Design ist richtig schön. Und die dritte Sorte habe ich mir auch noch gegönnt. Typ Strawberry Milkshake. Also dreimal Shake-Style. Banane, Erdbeere und Schokolade Brownie. Finde ich super krass und auch sehr gespannt drauf, wie die wohl schmecken. Dann habe ich mir meinen Klassiker mitgenommen hier. Pinky und Lilly zählen zu meinen liebsten Haribos, weil die einfach so geil intensiv schmecken. Finde ich total geil. Ich feiere die total und, oh Gott, was ich auch total feiere und was definitiv 10 Punkte verdient hat. Und ich hoffe, ich habe den damals auch 10 Punkte gegeben. Milka, zarte Momente, die Pralinenmischung. Der einzige Nachteil daran ist, dass man nicht aufhören kann, die Dinger zu essen. Das macht sie gefährlich. Aber Milka, zarte Momente, die ich auch hier schon getestet habe, für die ich ja bis zum Flughafen auf einem Sonntag, bis zum Flughafen in Inika in Hamburg gefahren bin. Und die sind wirklich geil. Milka, zarte Momente, geile Pralinenmischung. Und weiter geht's mit einem Klassiker. Wer kennt die noch? Ich wusste gar nicht mehr, dass es die noch gibt. Das hat man ja häufiger mit Süßigkeiten. Denn diesen Original Space Keks gibt es immer noch. Den gab es schon in den 90ern. Den gab es schon, als ich zur Schule gegangen bin. Das finde ich so cool. Den habe ich auch direkt mitgenommen. Und ein Produkt, was ich immer übersehen habe, aber was ich jetzt noch mitgenommen habe. Knickknacks Barbecue Style. Die gibt es übrigens bald auch in Salt and Vinegar, also Salz und Essig, unglaublich, oder? Aber jetzt habe ich sie erstmal im Barbecue-Style mitgenommen, denn ich habe sie auch noch nicht im Barbecue gegessen, obwohl es die auch schon ewig gibt, aber man übersieht ja Sachen auch manchmal und dort habe ich gesehen, entdeckt und mitgenommen. Dann, was habe ich hier noch Schönes? Was ist das denn? Ja, oh Gott, die liebe ich auch total hier. Auch eines meiner Lieblingsprodukte, Fritz Smoothie Style und Straw, Erdbeere, Himbeer. Die schmecken so lecker, die sind echt gut gelungen. Also die neuen Fritz sind ein Hit. Dann, ich überlege gerade, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch mega Highlight drin. Aber, nee, das ist auch geil. Ihr Lieben, die gibt es dort auch, mittlerweile auch bei Rewe. Aber vielleicht, wenn ihr sie noch nicht gefunden habt, man kann sie auch dort bestellen. Die Limited Edition. Salted Karamell, aktuell bei Rewe, wenn nicht in eurem Rewe, weil ich weiß, es dauert immer ewig, bis die überall auftauchen, dann kann man sich die da gönnen und die sind wirklich geil. Vor allem, weil dieses Karamell nicht so hart ist wie bei den Crunchy Karamell aus dem letzten Jahr, die waren viel zu hart. Mein persönliches Highlight oder eines der Highlights war auch die, die haben so eine eigene Pick- und Mix-Küche, wo man sich so Fruchtgummimischung zusammenstellen kann. Da habe ich mir meine eigene Fruchtgummimischung zusammengestellt aus Trolli, aus Haribo, aus allem, was schmeckt, bunt ist und knallt. Das ist echt so geil geworden.
wirklich richtig lecker. Da werde ich in den nächsten Tagen, wenn ihr Bock drauf habt, ja. Es gibt da auch eine Instagram-Story zu, die könnte ich für euch veröffentlichen. Eine Instagram-Story, die geht vier Minuten, weil die ist hochkant. Und da seht ihr mich, wie ich mir dann hier die ganzen Süßigkeiten in die Box stopfe. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video.